Hallo. Ja, in diesem Video wollen wir eine Formel aus der Funktionentheorie beweisen, nämlich diese Formel hier. Und zwar geht es da um den Betrag der komplexen Sinusfunktion. Ja, also i ist die imaginäre Einheit, x ist der Realteil, y ist der Imaginärteil. Ja, und dieser Ausdruck, dieser Betrag ist gleich dem Betrag, als wenn ich jetzt den Sinus aus dem Realteil ziehen würde und würde hinzuaddieren den Sinus aus i mal den Imaginärteil. Ja, diese Formel wollen wir jetzt also beweisen. Gut, wir beginnen, indem wir die linke Seite der Gleichung hier nochmal hinschreiben. Und als erstes wenden wir jetzt ein Additionstheorem für komplexe Zahlen an. Ja, gut, ich habe jetzt hier keine komplexen Zahlen. Also x ist eine reelle Zahl und i mal y ist imaginär. Aber reelle und imaginäre Zahlen sind ja Sonderfälle der komplexen Zahlen. Ja, und deshalb kann ich natürlich auch ein Additionstheorem für komplexe Zahlen anwenden. So, und wenn ich das jetzt mache, dann erhalte ich hier diesen Ausdruck. Ja, als nächstes gucke ich mir mal diese Kosinusfunktion an, beziehungsweise diese Sinusfunktion. Ja, in beiden Argumenten steht ein i und das möchte ich wegbekommen. Ich möchte in der Klammer eine komplexe Zahl haben, das heißt, das i darf nur noch an einer Stelle stehen. Ne, ich möchte sowas wie Realteil plus i mal Imaginärteil. Oder kurz gesagt, ich möchte die Normalform einer komplexen Zahl herstellen. Ja, dazu muss ich das i aus den Argumenten rausbekommen und dazu gibt es Umrechnungsformeln. Na, mit denen kann man also eine trigonometrische Funktion in eine hyperbolische Funktion umwandeln. Wir können uns die mal angucken. Ich habe die beiden betreffenden Formeln hier unten rechts nochmal hingeschrieben. Ja, da wende ich also hier, oder da habe ich eine Sinusfunktion mit diesem hässlichen i, was ich wegbekommen möchte. Ja, und das kann ich auch wegbekommen. Allerdings wird dann aus der Sinusfunktion eine Sinus-Hyperbolikus-Funktion, ne, mit zusätzlich noch so einem i davor. Und aus der Kosinusfunktion, die so ein hässliches i hat, was ich wegbekommen will, ja, da wird dann die Kosinus-Hyperbolikus-Funktion und dann ist auch das i weg. Ne? Das sagen mir diese Formeln. Ja, und die wende ich an und dann erhalte ich eben diesen Ausdruck hier. Und da habe ich das i nur noch an einer Stelle. Das heißt, ich habe sowas wie Realteil plus i mal Imaginärteil. Ne? Realteil ist Sinus x mal Cosinus Hyperbolicus von y. Und der Imaginärteil ist Sinus Hyperbolicus von y mal Cosinus von x. Gut, noch eine kleine Anmerkung für Anfänger. Wenn ihr nochmal unten rechts guckt, ja, da ist dieses z ja eine komplexe Zahl. Einmal hier und einmal hier. Ja, aber hier, da habe ich ja y und y ist eine reelle Zahl. Ja, kann ich diese Formel für komplexe Zahlen trotzdem anwenden? Ja, natürlich, ne, denn reelle Zahlen, also zum Beispiel dieses y, sind ja eine Teilmenge der komplexen Zahlen. Ja, also das, was wir gerade gemacht haben, das war kurz gesagt in Ordnung. Gut, jetzt habe ich eben in diesem Betragszeichen hier eine komplexe Zahl in Normalform stehen und jetzt kann ich diese Formel hier anwenden. Ja, und zwar ist das eine Formel, die ist ja ganz bekannt, die kennt ihr auch aus meinem Buch Komplexe Zahlen, da habe ich die bewiesen. Und mit dieser sehr bekannten Formel kann man eben den Betrag einer komplexen Zahl in eine Wurzel umwandeln. Ja, und wenn ich das mache, erhalte ich diesen Ausdruck hier. Ja, als nächstes wenden wir uns diesen Ausdruck hier zu, Cosinus x zum Quadrat. Und auf diesen Ausdruck wenden wir den reellen trigonometrischen Pythagoras an. Ja, das ist eine ganz berühmte Formel, die habe ich auch bewiesen in meinem Buch Komplexe Zahlen. Und da wird aus Cosinus x zum Quadrat 1 minus Sinus x zum Quadrat. Ja, also diese äußere eckige Klammer. So, jetzt können wir ausmultiplizieren und zwar diesen Sinus Hyperbolicus mit dieser Differenz hier. Ja, da habe ich also einmal den Sinus Hyperbolicus, das habe ich hier stehen,
Und dann habe ich Minus, ne? Ich habe hier ein Minus und Plus, also schon mal ein Minus hinschreiben. Und dann habe ich Sinus x zum Quadrat, das habe ich hier, mal Sinus Hyperbolicus von y zum Quadrat. Das habe ich hier. Gut, jetzt gucken wir uns den Radikanten an. Und zwar habe ich da 1, 2, 3 Terme stehen. Ja, drei Terme. Und im ersten und im dritten Term, ja, da steht jeweils Sinus x zum Quadrat. Ja, einmal hier und einmal hier. Also kann ich dieses Sinus x zum Quadrat aus dem ersten und dritten Term ausklammern. Das habe ich hier gemacht. Und was da übrig bleibt, ne, vom ersten und dritten Term, das steht in der geschweiften Klammer und da steht Cosinus Hyperbolicus von y zum Quadrat minus Sinus Hyperbolicus von y zum Quadrat. Ja, und da müsste bei euch ein Licht aufgehen. Das ist der sogenannte hyperbolische Pythagoras. Ja, und die Formel dafür habe ich hier unten rechts nochmal hingeschrieben. Cosinus Hyperbolicus zum Quadrat von z minus Sinus Hyperbolicus zum Quadrat von z ist gleich 1. Ne? Und auch da gilt wieder, z ist komplex, aber ich kann das auch hier anwenden, obwohl y reell ist, denn alles, was für komplexe Zahlen gilt, gilt ja auch für reelle Zahlen. Ja? Und kurz gesagt heißt das dann eben, dass die gesamte geschweifte Klammer zu 1 wird. Und weil hier mit der geschweiften Klammer multipliziert wird, kann ich die ganze geschweifte Klammer einfach wegfallen lassen. Ne? Denn die wird, wie gesagt, gleich 1. Ne? Und dann erhalte ich hier diesen sehr handlichen Ausdruck. Gut, im nächsten Schritt machen wir Folgendes. Und zwar haben wir ja hier oben diese Umrechnungsformel angewendet. Ne? Da kann man einen Betrag in eine Wurzel umwandeln. Und diese Formel, die habe ich hier nochmal hingeschrieben, die wenden wir jetzt in die umgekehrte Richtung an, also von rechts nach links. Ja, denn das, was hier steht, das ist ja formal gesehen nichts anderes als das hier. Ja, da steht eine Wurzel, die habe ich hier auch. Ja, dann habe ich eine reelle Zahl, die quadriert wird, das habe ich hier auch stehen. Dann habe ich hier eine andere reelle Zahl, die auch quadriert wird. Ne? Das habe ich hier stehen. Ne? Hier steht jetzt zwar in der Formel Imaginärteil, aber da darf man nie vergessen, der Imaginärteil selbst ist immer reell. Ja, sonst müsst ihr das im Buch nochmal nachgucken. Ja, also formal gesehen steht hier und hier das Gleiche. Und wenn ich die Formel dann anwende, dann erhalte ich das. Ne? Aus der Wurzel wird wieder ein Betragszeichen. So, und jetzt muss ich nur noch diesen Sinus Hyperbolicus in den Sinus umwandeln. Und dazu gibt es auch wieder eine Umrechnungsformel, die steht hier unten rechts. Ja, ich kann den Sinus Hyperbolicus in den Sinus umwandeln, muss aber drei Sachen machen. Ein i ins Argument rein, ne, das habe ich hier gemacht, hier habe ich noch kein i, hier ist es dann da. Ja, und dann muss ich noch mit i multiplizieren und mit Minus. Ja, multiplizieren wir mal mit Minus und mit i. Also ein i habe ich schon hier stehen. Wenn ich jetzt noch mit i multipliziere, dann habe ich minus 1, ne? I Quadrat ist minus 1 und dann noch ein Minus dazu, das ergibt Plus. Also erhalte ich hier ein Plus. Ne? Sonst nochmal aufschreiben, wenn das jetzt zu viel auf einmal war. Ich kann es ja nochmal wiederholen hier. Ich muss ja hier ein minus i davor schreiben. Und wenn ich schon ein i habe, dann habe ich insgesamt minus i Quadrat. I Quadrat ist minus 1 und minus minus ergibt Plus. Ja, sonst wie gesagt nochmal aufschreiben, wenn es zu viel war, der letzte Schritt. Gut, also der Beweis ist vollbracht. Dieser Ausdruck hier oben links ist gleich diesem Ausdruck unten rechts. Ja, und wir machen Folgendes. Wir gucken uns jetzt das Ganze nochmal grafisch an. Gut, ich wollte natürlich auch wissen, ob ich richtig gerechnet habe. Und zwar habe ich dazu Folgendes gemacht. Ich habe mir beide Seiten der Gleichung ausplotten lassen. Ja, die linke Seite der Gleichung, das ist hier diese rote Funktion. Und die rechte Seite der Gleichung, das ist die grüne Funktion. Ja, und ihr seht, die passen ineinander.
Ne, die habe ich so ein bisschen versetzt plotten lassen, aber die haben die gleiche Form. Ja, die sind also identisch. Die linke Seite der Gleichung, das ist rot, ist gleich der rechten Seite der Gleichung, das ist der grüne Graph. Ja, das war's. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.